Alles klar, soweit so gut. Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,0 Sekunden.
Safety Car, Safety Car, kein Überholen. Alles klar. Das war viel zu aggressiv. Bitte nur sauber überholen. Wir wollen keine... Thank you.
haben eine Zeit. Wir glauben, dass wir ein. Flagge. Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,8 Sekunden. Der Abstand zum Vordermann beträgt 8,6 Sekunden. Ein Frontflügel. Das liegt in Führung.
Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,6 Sekunden.
Fenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,1 Sekunden. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Okay, alles klar. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen das positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ist angekommen. Bestätige. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Fertig. Los jetzt. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst.
Safety Car kommt in die... Strecke ist frei. Grüne Flagge. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf deinen Hintermann. Musst du das Rennen aufgeben. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative...
hast es auf P4 geschafft. Du bist auf dem 4. Platz. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt... Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2.
in Führung. Verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Alles klar. Allmählich ab. Hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. DRS ist jetzt aktiviert. Safety Car, Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. Alles in Ordnung? Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals.
ungefähr 2 Sekunden hinter deinem Vordermann. Dir ist pro Runde 1 Sekunde schneller als du. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Deck. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff.
Hamilton liegt in Führung. Dem Fahrer hinter dir geht das Benzin aus. Versuch den Abstand zu vergrößern. Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,0 Sekunden. Führt das Feld an.
Benzin ist bei Planziel plus 3. Umstellen auf Mischung 3 so bald wie möglich. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,9 Sekunden.
Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 12,2 Sekunden. Hamilton hat gerade P1 eingenommen. Führt das Rennen an. Weiter Druck. Der Wagen hinter dir kann dein Tempo nicht halten. Wir glauben, dass ihm das Benzin ausgeht. Wir sind 3 Runden über dem Benzinplanziel, verbrauch also mehr Sprit. Was ist passiert? Bist du in Ordnung?
Flagge. Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,3 Sekunden. Probleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Hamilton liegt in Führung. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen
Ricardo ist auf dem Weg an die Box. Ricardo an der Box. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Okay, der Fahrer hinter dir hat wohl Benzinprobleme. Mal sehen, ob wir das in den nächsten Runden zu unserem Vorteil nutzen können. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 32,5 Sekunden. Los, los, los! Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie.
Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,9 Sekunden. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,4 Sekunden. Thank you.
Rennzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns.
und führt das Feld an. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit. Hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat...
Hey, du bist pro Runde ein paar Zehntel langsamer als der Wagen vor dir. Er zieht davon. Hamilton führt das Rennen an. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Zwischen dir und deinem Vordermann vergrößert sich jede Runde um ein paar Zehntel.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,8 Sekunden. Deines Vordermanns sind eine Sekunde schneller als deine.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,7 Sekunden. Du wirst wohl bald merken, dass die Reifen sich abnutzen. Bleib wachsam. Zum Vordermann beträgt 8,2 Sekunden. Okay, das hilft.